Puh! Nicht erschreckt, meine Freunde. Ich habe das jetzt so weit hingekriegt, dass ich jetzt sprechen kann mit Headset und so. Die Qualität lässt zu wünschen übrig, das weiß ich. Tut mir auch echt wahnsinnig leid. Und ja, wir müssen schauen, wie das hier funktioniert. Ich werde ein bisschen dran arbeiten. Ich habe auch schon vor so vielen Tagen schon angefangen, dass ich das hinkriege mit dem scheiß Mikrofon. Aber ich hoffe, dass das jetzt bis zum Ende hält. Wenn nicht, dann habe ich Pech. Das ist jetzt nur... wir machen den Part jetzt nicht so lange, dass ich werde ein bisschen erklären, worum es hier eigentlich geht. Das hätte eigentlich auf Teil 1 passen müssen, aber ich hatte einfach kein Headset. Also, beziehungsweise kein Mikrofon. Und ja, wir spielen The Legend of Zelda Ocarina of Time, aber nicht das normale, so wie ihr das vielleicht schon gesehen habt, sondern Randomizer. Der ist zurzeit beliebt. Also Randomizer heißt nichts anderes als komplett alles durcheinander, zufällig das, was man bekommt halt. Ja. Und ja, das habt ihr ja schon gesehen. Das Gokiri-Schwert ist jetzt nicht mehr da, wo man das eigentlich vermutet, wo es sein soll, sondern woanders. Ich weiß es selber nicht, wo es ist. Keine Ahnung. Was kriegen wir hiervon? Da kriegen wir eigentlich die große Kerntasche, aber da kriegen wir jetzt den Kompass. Den Kompass. Ich versuche jetzt nicht allzu leise oder laut zu sprechen, weil es ist mitten in der Nacht. Siehst du mal, wie sehr ich mich da anstrenge, wie dieser scheiß Ton läuft. Ach so, ja, ich wollte noch hier eben rein zu den Goronen. Also ist es wirklich alles randomized, also alles zufällig. Die Skulltulas, die hier die Medaillen, die man eigentlich kriegt, ist alles zufällig. Und man startet auch immer mit einem, also geschenkt, weil man kriegt immer einen geschenkt. Und mein Starter war halt der blaue, so wie ich mich jetzt gerade erinnern kann. Ja, die anderen muss ich mir halt aus den Tempeln holen, so wie gewohnt. Die kriegt man übrigens auch nur in den Tempeln, woanders kriegt man die nicht, nachdem man halt die Bosse besiegt hat. Die Skulltulas kriegt man auch komplett randomized, die Herzteile sowie auch die Herzcontainer. Die Musikstücke, alles komplett, die Items sowieso. Die Ausrüstungsgegenstände auch, habt ihr ja alles schon gesehen. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich möglichst schnell die ganzen Sachen gekriegt habe. Also ich habe ja immer noch nicht alle, aber ja. Oh, ich freue mich, dass das jetzt klappt mit dem Scheiß aufnehmen. Ich freue mich einfach. Ja, ich werde gucken, wie lange wir jetzt machen. Das ist jetzt einfach nur ein Test. Wenn es nicht klappt, dann habe ich Pech. Dann hört man meine Stimme offensichtlich jetzt gerade nicht mehr. Aber vielleicht doch. Ich kann es ja selber nicht hören. Das ist das Problem. Und ja, wir gucken mal weiter. Das Problem ist bei einem Randomizer, dass die Skulltula, also die Token, dass die ja auch überall verstreut sind. Das kann man ja einstellen auf der Seite. Und ich habe es jetzt nur eingestellt, dass man die Skulltulas aus den Tempeln, dass die komplett randomized sind, also komplett zufällig überall verstreut sind. Das, was man in den Shops kriegt, ist auch alles komplett randomized. Also sprich, ich könnte da jetzt auch einen Entehaken kaufen. Das kostet halt wahrscheinlich aber auch was. Und ja. Ach, hier kann ich auch nichts machen. Ah, ich kann aber den Stein lesen. Die Steine
bringe mir Tipps. Das ist alles auf Englisch. Also wer der englischen Sprache mächtig ist, der kann ja da auch ein bisschen sich drunter was vorstellen. Da ist wahrscheinlich das der lange Enterhaken. Oder war ich da nicht schon? Ich habe ja schon den Enterhaken, aber nicht den großen. Wo wollte ich denn hin? Ganz oben hin wollte ich noch, genau. Genau. Ich habe leider kein Schwert, das ist das Problem, als junger Link. Das ist mega schade. Aber das soll nicht das Problem sein. Wir sind ja bis jetzt ganz gut vorangekommen. Ja genau, hier wollte ich hin. Also ich habe, so wie ihr das vielleicht dann beim letzten Mal gesehen habt, meine Route, die ich immer ablaufe, auch am Anfang immer. Da gehe ich meistens immer zu dem Haushalt, wo die vier Truden sind. Dann gehe ich zu dem Kokiri-Schwert, wo eigentlich das Kokiri-Schwert ist. Und dann gehe ich zu dem Hylia-See, beziehungsweise zu der Gerudo-Brücke. Und ja, danach ist alles dem Zufall überlassen. Also ich habe echt keine Ahnung, was ich kriege oder auch nicht kriege. Ja, natürlich wünscht man sich, man kriegt besondere Sachen, aber meistens sind dann nur solche Sachen drin. Oder auch Skulltulas oder Schlüssel. Ja, die Schlüssel sind jetzt nicht so schlimm. Egal. Da kann jetzt nur ein Skulltula drin sein. Also das, was man eigentlich hier auch wirklich bekommen wollte. Weil ich habe ja gesagt, ich krieg nur... Ja, so ist es auch. Ich krieg ja nur aus den Tempeln. Also das heißt, die Skulltulas, die im Tempel sind, da kriege ich zufällige Sachen. Man kann es auch einstellen, dass alle Skulltulas randomized sind, aber das dauert dann noch länger. Das habe ich beim allerersten Aufnehmen von dem Randomizer gemacht. Ach, hier kann ich noch gar nicht hin. Egal. Es hat mich immer aufgeregt, weil es gibt... Wie viele gibt es? 100? 150? Egal. Auf jeden Fall hat mich das so aufgeregt, dass ich immer nur eine goldene Skulltula gekriegt habe. Oh, das hat mich so aufgeregt. Habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Vielleicht aber auch nicht. Naja. Oh, nee. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ah ja, raus. Ja, ich will schon wieder raus hier. Ich will raus. Also, entschuldigt die Qualität von meinem Aufnehmen. Die ist not so good. Obwohl es ein niegelnagelneues Headset ist. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht liegt es am PC. Anschluss oder so. Keine Ahnung. Egal. Wir haben Ostern, da muss man sich nicht über sowas aufregen. Was wollte ich denn jetzt? Wo wollte ich denn jetzt hin? Ich gehe jetzt raus. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Lass mal überlegen, wo wir hingehen könnten. Weil hier gibt es ja eigentlich wenig zu machen, außer als großer Link. Da waren wir auch schon. Entschuldigung. Ich habe echt keine Ahnung. Was haben wir denn alles? Wir haben die Pfeile. Wir haben... Ja, wir könnten zum Feuertempel gehen. Wenn ich da nicht schon war. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe ein bisschen Alzheimer, ja. Ich meine, ich will mich jetzt nicht lustig machen, aber ja. Ich meine, nein. Oder, nee, egal. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt zum Feuertempel als erwachsener Link. Boah, mir fällt gerade echt nichts ein. Mein Kopf ist... Ja, wir gehen jetzt
Mal gucken, ob ich vielleicht ein neues, irgendwas Neues von dem im Skulpturenhaus kriege. Oh, ich hoffe, man hört mich noch. Ich kann es nicht wissen, sonst rede ich ganze Zeit. Ah, ist egal. Nee, den haben wir ja schon. Ja, das ist toll. War ich hier schon? Gott, mein Gott, ich weiß halt echt nicht. Wir werden es sehen. Sorry, dass ich jetzt an Stellen komme, wo ich schon 5000 Mal war. Ah, oh, das hat die nichts. Oh, scheiße. Da muss ich die nehmen. Nein, 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 nein. Ja, und jetzt? Ja gut, jetzt habe ich aber nur einen. Bombe? Fragezeichen? Komm bitte. Nein, das bringt nichts. Ne. Da muss ich andermal wiederkommen, oder als großer Link. Egal. Wir haben es versucht. Mehr als versuchen können wir nicht. So, die Hühner haben wir schon gemacht, das weiß ich. Daran kann ich mich erinnern, das war ziemlich am Anfang. Wir könnten zu den Zoras gehen. Ja. Oh nein, jetzt wird's dunkel, ich glaube nicht. Bitte nicht, ich muss es schaffen. Bitte, 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 bitte. Ja. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nur sonst hätte ich wieder bis zum Tag warten müssen und ja. Nicht schön. Und auch nicht lustig. Aber funny. So, die Steine habe ich glaube ich auch schon gelesen. Ah, ist egal. Ich überlasse hier alles dem Zufall. Ist ja auch so. Wenn ich zu leise bin, das wird wohl wahrscheinlich so sein, werde ich das auch noch irgendwie verbessern. Keine Ahnung. Hm? Sonst muss ich den ganzen Ton runterschalten vom Im-Game, aber es wäre schade. Ich habe jetzt schon auf 20. So. Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir doch einfach nochmal. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Steht uns eigentlich so viel offen jetzt, was wir machen können. Ja, Feuertempel. Mal, wie viele Schlüssel haben wir? Das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Wie viele Schlüssel haben wir denn schon? Kann man das... Ach ja, das kann man nachgucken. Jo. Kein. Aber ich weiß jetzt, weil ich die Karten habe und die Kompasse, was mich da alles so erwartet. Also zum Beispiel der Waldtempel, da kriege ich auch das Waldabzeichen. Im Feuertempel kriege ich dann den Goron-Saphir. Und im Geistertempel kriege ich dann das Deku, den Deku-Saphir. Ja gut, aber erstmal dahin kommen. Wir müssen ja eh hier lang.
Stimmt. Bei der letzten Aufnahme, oder eher gesagt bei der vorletzten Aufnahme, da ist mir irgendwas zusammengeklappt ganz am Ende. Da war, wollte ich den Part sowieso beenden. Von daher, naja. Ich hoffe, man hört mich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das wäre schön, wenn die Aufnahme auch mal klappen würde. So einigermaßen. So. Was wollte ich hier nochmal? Was wollte ich hier nochmal? Was wollte ich hier nochmal? Ach ja. Stimmt, hier konnte ich ja nichts machen, weil ich gar kein Schwert hatte. Alzheimer lässt grüßen. So, und da wir schon die Magieleiste haben, können wir auch die Wirbelattacke machen. Die berühmte Wirbelattacke. Geh weg. Sehr schön. Was haben wir denn da drin? Also mir würde es zugute kommen, wenn wir jetzt so langsam mal die Ocarina kriegen. Die sind auch nicht schlecht, aber die hätte ich ganz am Anfang brauchen müssen, brauchen können. Wo wir in der Höhle waren, in Dodongos Höhle. Naja. Jetzt haben wir so. Somit können wir jetzt Pflanzen hochheben und Donnerblumen hochheben. Naja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange haben wir aufgenommen? Keine Ahnung. Wenigstens dieser Part. Wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass ich im nächsten Part wieder nicht zu hören bin, tut's mir leid. Aber ich wollte es euch jetzt wenigstens mal erklären, worum es hier überhaupt geht. Es ist eigentlich genau das gleiche Zelda-Spiel, wie man es kennt. Für die Leute, die es noch nicht kennen, wird es mal langsam Zeit. Ja. Wenigstens habe ich es euch jetzt erklärt, worum es geht. Und ja. Ich habe mein Ziel erreicht. Genau, hier wollte ich dann... Ah, hier gibt es ja noch eine Stelle bei den Goronen, die ich ja noch durch... Sollen wir da hin? Lohnt sich ja eigentlich wieder nicht, ne? Egal. Machen wir's. Das war eigentlich falsch. Also hier, die Donnerblumen können wir jetzt als Kind aufheben. Jetzt natürlich auch. Ist ja kein Problem. Aber da wir Bomben haben, ist es eigentlich... Nee, da ist dieser Scheiß. Nee, es war schon mal richtig, oder? Nee, es war falsch. Ich verlaufe mich hier eigentlich immer, selbst im normalen Spiel. Das ist Tradition schon bei mir, schon früher. Da wusste ich nie, wo ich hier hingehen sollte. Obwohl wir ja eine Karte haben. Aber ich bin auch jetzt... Ah, jetzt bin ich richtig. Jetzt bin ich richtig. Nein. Nein, das war auch unnötig, Alter. So, jetzt gehen wir noch. Oh, ich bin so froh, dass wir den Hammer so früh haben. Was mache ich denn da? Ein Schlüssel vom Wasser... Oh, ja. Mein Lieblingstempel. Ich glaube, diesen Tempel mag hier in dem Spiel keiner. Ich habe noch nie einen kennengelernt, der diesen Tempel mag. Ich glaube, das ist auch Tradition. Keiner mag diesen Tempel. Hey, Wassertempel? So, mit dem...
mit dem bösen Link. Den finde ich gut. Mit dem Schattenlink. Nicht schlecht. Habe ich noch nie gehört. Naja. Ich glaube, ihr wart mich schon. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wenn wir hier waren, tut mir leid. Ich glaube aber schon. So wie es gerade aussieht. Ja, doch, wir waren hier. Doch. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Da haben wir ja die ganzen Schlüssel benutzt. Und daher haben wir auch den Boomerang gekriegt, ne? War doch der Boomerang da? Ja, das war der Boomerang. Das Hin und Her. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht in Zelda? Ich glaube hier. Ja, hier wollte ich auch. Das ist schon mal sehr gut. Lost Woods. Nee, das war falsch. Ach ja, will man ja auch nicht lang. Da brauchen wir die Ocarina und Saria. Egal. Das Lied dafür brauchen wir. Und da hinten können wir auch noch nicht dran. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich eigentlich hin wollte als junger Link. Weil hier können wir nämlich nicht mit den Enterhaken dran, ne? Das ist doch extra so, ja. Hm, nicht gut. Zu den Zoras können wir als großer Link auch nicht. Ja. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Geh weg. Ja, ist gut. Ja. Ich bin so froh, dass das eventuell klappt mit dem Aufheben. Ja. Gott, ich glaube, hier war ich auch. Nee. Skulltula bestimmt. Ich habe da das Gefühl. Ja. Ich wusste es. Ich glaube, man hört mich nicht mehr, aber ist egal. Mach trotzdem weiter. So, was hast du zu sagen? Ja. Hm. Ganon's Tower. Egal. Ich hasse Skulltula. Das ist so eine Enttäuschung. Achso, die Tunika, also die Rüstung, was der Link trägt, das kann man auch einstellen. Man kann die normale Tunika einstellen, man kann eigentlich alle. Wie sehe ich denn in Blau aus? Och! Die Wassertunika ist gelb, okay. Die Feuertunika ist lila und die normale ist blau. Und Gott sei Dank, ich liebe dieses Blau. Das Blau ist geil. Ja. Ich würde sagen, werden wir noch eben klein nochmal. Und dann werde ich leider den Part wieder beenden müssen. Tut mir leid. Heute ist nicht so viel passiert. Aber nicht traurig sein, es kommen ja noch unendlich viele. Ob mit oder ohne Stimme. Ist doch scheißegal. Ich bin noch müde. So.
La, 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 la. Ach so, die Musik ist übrigens auch komplett randomized. Habt ihr ja mittlerweile wahrscheinlich mitgekriegt. Ich wollte es doch mal sagen. Alles ist hier mit Zufall. Alles. Wirklich alles. Die Hyrule-Musik in der Zitadelle der Zeit. Sehr schön. Ich liebe es. Ich hab sogar... Ich bin so bekloppt. Ich hab sogar Zelda-Musik auf meinem Handy. Also zum Kopfhörer drauf und dann weg. Und darunter ist auch die Hylianische Steppe-Musik. Naja. So. Dann würde ich sagen, dann geht's hier das nächste Mal weiter. Ob mit oder ohne Stimme, man hört es dann. Und dann sage ich mal bis später. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt es gerne kommentieren, liken und mich auch gerne abonnieren, damit ihr nichts mehr verpassen könnt, müsst, solltet oder so. Ja, ich bin halt noch Anfänger, Mensch. Tut mir leid. Ja. So, auf jeden Fall bis dann. Tschüss. Ciao.